Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video und wie ihr es hier schon lesen könnt, soll es heute mal wieder eine neue Tierliste geben, diesmal mit 105 Schauspielern. Ja, wir haben einmal Legende, finde ich gut, mittelmäßig, geht so, nicht so gut oder fällt mir nicht ein. Ja, ich würde sagen, beginnen wir mit dem ersten Schauspieler. Und das ist Adam Driver. Adam Driver kennt man ja aus Logan Lucky mit Channing Tatum und Daniel Craig. Und natürlich aus Star Wars als Kylo Ren. Und ich muss sagen, Adam Driver finde ich mittelmäßig. Ja. Kommen wir zum nächsten Schauspieler. Adam Sandler. Bei Adam Sandler muss man sagen, einige Filme mit ihm sind nicht so gut. Einige sind mittelmäßig und zum Beispiel der Schwarze Diamant auf Netflix, den fand ich wirklich, wirklich sehr gut mit ihm in der Hauptrolle. Da fand ich Adam Sandler wirklich, wirklich stark, muss ich sagen. Aber trotz dem einen einzigen Film, wo er mir wirklich gut gefallen hat, muss ich sagen, geht so. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Schauspieler. Al Pacino. Al Pacino, ich glaube zu ihm muss man gar nichts viel sagen. Er ist einfach eine Legende. Sei es Scarface oder halt andere Filme mit ihm. Er ist halt einfach eine Schauspiellegende. Ja, deshalb zu Legende. Ja. Alan Rickman. Er war wirklich ein toller Schauspieler, muss ich sagen. Sei es die Rolle als Snape in Harry Potter oder halt in den ganzen anderen Filmen, die er gemacht hat, muss ich sagen, er ist auch einfach eine Legende. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Schauspieler. Anthony Hopkins. Ich glaube, zu Anthony Hopkins braucht man eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Er ist auch eine Schauspiellegende, sei es in Das Schweigen der Lämmer oder in anderen Filmen, die er gemacht hat. Ja, er ist halt auch einfach eine Schauspiellegende. Arnold Schwarzenegger. Er ist auch eine Schauspiellegende. Sei es die Terminator-Filme oder so die ganzen anderen Filme, die er gemacht hat. Ja, für mich ist er eine Legende. Ja. Ben Affleck. Ben Affleck, muss ich sagen, als Batman jetzt zuletzt, jetzt noch vor Robert Pattinson als Batman, muss ich sagen, er ist in Ordnung als Batman. Da hat mir auf jeden Fall Christian Bale irgendwie besser gefallen als Ben Affleck. Ja, so die ganzen anderen Filme, die er gemacht hat, muss ich sagen, finde ich Ben Affleck gut. Ja. So, kommen wir zum nächsten Schauspieler. Ben Kingsley. Oder Sir Ben Kingsley. Bei ihm muss ich sagen, er ist auch ein guter Schauspieler. In Der Medikus zum Beispiel hat er mir
Ja, gut gefallen, muss ich sagen. Ja, ihn finde ich gut, ja. Ben Stiller. Ben Stiller, sei es Nachts im Museum oder die ganzen anderen Filme, die er gemacht hat, muss ich sagen, dass ich ihn echt gut finde. Ja. Benedict Cumberbatch als Doctor Strange im Marvel-Universum oder die Sherlock-Serie als Sherlock, muss ich sagen, finde ich ihn wirklich, wirklich gut. Einen anderen Schauspieler als Benedict Cumberbatch für Doctor Strange hätte ich mir nicht vorstellen können. Er passt perfekt in die Rolle. Und auch die Sherlock-Serie, die ist wirklich sehr, sehr geil. Also wer von euch die Sherlock-Serie noch nicht gesehen hat, guckt euch diese Serie an. Ich finde Benedict Cumberbatch wirklich, wirklich gut. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Schauspieler. Bill Murray. Sei es die Ghostbuster-Filme oder so die ganzen anderen Filme, die er gemacht hat, muss ich sagen, er ist auch einfach eine Legende. Ja. Brad Pitt. Brad Pitt, muss ich sagen, ist ein toller Schauspieler. Ja, ihn finde ich gut. Ja. Bradley Cooper ist der nächste. Sei es Filme wie Hangover oder so die ganzen anderen Filme, die er gemacht hat, muss ich sagen, finde ich ihn gut. Ja. Kommen wir zum nächsten Schauspieler. Bruce Willis. Sei es Filme wie Die Stirb-Langsam-Reihe oder 12 Monkeys oder so die ganzen anderen Filme, die er gemacht hat. Halt von den früheren Sachen, muss ich sagen, finde ich ihn gut. Und so die neueren Sachen, die er gemacht hat, habe ich jetzt nicht mehr so wirklich verfolgt. Aber so die früheren Sachen, die er gemacht hat, muss ich sagen, finde ich ihn gut. Ja. Chadwick Boseman. Muss ich sagen, als Black Panther hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Er weilt ja leider nicht mehr unter uns. Er ist ja leider auch verstorben. Ja. Chadwick Boseman fand ich wirklich, wirklich gut. Ja. Chiwetel Ejiofor. Er ist ja auch bekannt aus Doctor Strange, wo er ja den Begleiter von Doctor Strange spielt, wo mir der Name jetzt nicht einfällt. Muss ich sagen, finde ich ihn auch echt gut. Ja. Chris Evans. Sei es Captain America oder in Knives Out oder so die ganzen anderen Filme, muss ich sagen, als Captain America gefällt er mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Chris Pratt ist der nächste Schauspieler auf der Liste. Er ist ja auch bekannt aus dem Marvel-Universum. Da spielt er ja Star-Lord. Chris Pratt finde ich gut, ja. Okay, der nächste Chris auf der Liste. Chris Hemsworth. Ihn kennt man ja auch aus dem Marvel-Universum. Da spielt er ja Thor. Bei ihm muss ich sagen,
Es gibt keinen anderen Schauspieler, der Thor besser gespielt hat als Chris Hemsworth. Ja, einen anderen Schauspieler hätte ich mir nicht vorstellen können als Chris Hemsworth, Freunde. Ja, ihn finde ich auch gut. Ja. Okay, jetzt kommen wir zu Christian Bale. Und wie ich es ja gerade eben schon gesagt, bei Ben Affleck muss ich sagen, finde ich ihn besser als Batman, als Ben Affleck. Die meisten finden ja Ben Affleck besser als Christian Bale als Batman. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich finde Christian Bale besser als Batman als Ben Affleck. Finde ich ihn jetzt dadurch gut? Muss ich sagen, ja. Ja. Okay, zum nächsten Schauspieler kommen wir jetzt. Christopher Lee heißt er, glaube. Sei es Count Dooku in Star Wars oder so die ganzen anderen Filme, die er gemacht hat. Er ist auch einfach eine Legende und als Count Dooku in Star Wars hat er mir echt gut gefallen. Er ist auch einfach eine Legende gewesen. Ja. Zum nächsten Schauspieler kommen wir jetzt. Cillian Murphy. Als Scarecrow in Batman hat er mir gut gefallen. Auch zuletzt in A Quiet Place 2 hat er mir auch wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, ihn finde ich echt wirklich gut. Aber auch in Peaky Blinders in der Netflix-Serie als, wie heißt er jetzt? Tommy Shelby hatte mir auch wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, Cillian Murphy ist echt wirklich ein guter Schauspieler. Ja, zum nächsten Schauspieler jetzt. Clint Eastwood. Was soll man sagen? Er ist auch einfach eine Legende. Ja, ich glaube, zu den Legenden braucht man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Sie sind halt einfach Legenden oder Legenden gewesen. Okay, Freunde, zum nächsten Schauspieler kommen wir jetzt. Daniel Craig. Bei Daniel Craig muss ich sagen, sowohl James Bond als auch in Knives Out hat er mir gut gefallen. Aber jetzt so als James Bond muss ich sagen, waren die anderen Schauspieler, die James Bond gespielt haben, irgendwie besser. Also die neueren Filme sind halt alles so auf Action getrimmt. Aber ich muss sagen, die Filme sind trotzdem gut. Und Daniel Craig als Schauspieler, muss ich sagen, finde ich mittelmäßig. Ja. Okay, Freunde. Nächster Schauspieler, Daniel Radcliffe. Harry Potter, sage ich einfach nur. Daniel Radcliffe finde ich gut. Ja. Den Namen fällt mir jetzt nicht ein. Denzel Washington ist auch ein guter Schauspieler, muss ich sagen. Ja. Ihn fällt mir jetzt nicht ein, aber ich weiß, wo er mitgespielt hat, und zwar in der Serie Zombie.
Aber trotzdem packe ich ihm zu, fällt mir nicht ein, weil mir der Schauspielname nicht einfällt. Ja, Don Cheadle. Don Cheadle kennt man natürlich auch aus dem Marvel-Universum als War Machine. Don Cheadle ist ein guter Schauspieler. Ja. Dwayne The Rock Johnson, der nächste Schauspieler auf der Liste. Dwayne Johnson, muss ich sagen, einige Filme mit ihm sind gut, aber auch wiederum einige Filme sind nicht so gut. Aber trotzdem finde ich ihn als Schauspieler trotzdem schon irgendwie gut. Ja. Eddie Murphy ist der nächste. Eddie Murphy in Beverly Hills Cop, die Reihe, muss ich sagen, macht er seinen Job wirklich gut? Oder hat seinen Job in der Reihe wirklich gut gemacht? Die Filme liegen ja schon ein Weilchen zurück. Und so die neueren Sachen habe ich ein paar, glaube ich, verfolgt, aber auch wiederum ein paar nicht von den Filmen, die er bis jetzt gemacht hat. Eddie Murphy finde ich, ist trotzdem ein guter Schauspieler. Ja. Eddie Redmayne. Bei ihm muss ich sagen, als Newt Scamander in Fantastische Tierwesen finde ich ihn gut, muss ich sagen. Ja. Aber trotzdem. Nee, doch, 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 ich finde ihn gut. Ja. Edward Norton ist der nächste auf der Liste. Edward Norton, muss ich sagen, in Der unglaubliche Hulk hat er seinen Job gut gemacht. Auch in Birdman mit, ach, wie heißt er jetzt? Michael Keaton fand ich ihn wirklich gut, muss ich sagen. Ja, Edward Norton ist auch wirklich ein guter Schauspieler. Ja. Forest Whitaker, der nächste auf der Schauspielliste. Bei ihm muss ich sagen, geht so. Ja. Gary Oldman. Gary Oldman, finde ich, ist ein guter, wirklich guter, guter Schauspieler. Ja. George Clooney. George Clooney kann man eigentlich schon sagen, ist eine Schauspiellegende, weil so die Oceans-Filme liegen ja auch ein Weilchen zurück. Ja, man kann schon sagen, er ist eine Schauspiellegende. Ja. Gerard Butler. In 300 und 300 Rise of the Empire, wenn der Titel jetzt so richtig heißt, muss ich sagen, fand ich ihn gut. Und so die ganzen anderen Filme, die er gemacht hat, fand ich ihn mittelmäßig. Ja, packe ich ihn zu mittelmäßig. Ja. Harrison Ford. Ich glaube, ja, zu ihm braucht man auch gar nichts viel zu sagen. Er ist auch einfach eine Schauspiellegende.
Sei es Filme wie Indiana Jones oder Star Wars. Ich finde Harrison Ford als Schauspieler echt gut, muss ich sagen. Ja, er ist auch einfach eine Schauspiellegende. Ja. Heath Ledger als Joker in Batman, in der Batman-Reihe mit Christian Bale. Muss ich sagen, hat er wirklich seinen Job wirklich sehr, sehr gut gemacht. Mir hat er als Joker wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja. Finde ich gut. Ja. Henry Cavill. Bei ihm muss ich sagen, finde ich ihn als Geralt von Riva in der Witcher-Serie wirklich gut. Auch als Superman gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, deshalb packe ich ihn zu. Finde ich gut. Ja. Hugh Jackman ist der nächste auf der Schauspielliste. Hugh Jackman als Wolverine finde ich wirklich sehr, sehr gut. Einen anderen Schauspieler als Logan oder Wolverine könnte ich mir nicht vorstellen. Deshalb packe ich Hugh Jackman zu, finde ich gut. Ja, Idris Elba. Bei ihm muss ich sagen, als Heimdall aus dem MCU, aus den Thor-Filmen, finde ich ihn gut. In der Lufa-Serie finde ich ihn auch gut, muss ich sagen. Ja, deshalb packe ich Idris Elba zu, finde ich gut. Ja, Jack Black. Jack Black, muss ich sagen, geht so. Ja, Jack Nicholson, der nächste auf der Schauspielliste. Sei es als Joker in dem Michael Keaton Batman-Film, muss ich sagen, hat er seinen Job wirklich gut gemacht. Als Schauspieler, muss ich sagen, finde ich Jack Nicholson auch echt gut. Ja. Der nächste, Jake Gyllenhaal oder Gyllenhaal oder wie man noch immer seinen Namen ausspricht. Er ist auch echt ein guter Schauspieler, sei es zuletzt in Spider-Man Far From Home als Mysterio. Da hat er mir wirklich echt gut gefallen, muss ich sagen. Ja, er ist echt ein guter Schauspieler. Ja, James Franco, der nächste auf der Liste. James Franco, muss ich sagen, ihn finde ich mittelmäßig. Ja. James McAvoy als Professor Xavier in den neueren X-Men-Filmen, muss ich sagen, finde ich ihn mittelmäßig. Da fand ich Patrick Stewart in den alten X-Men-Filmen irgendwie besser. Aber in Split hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Auch in Glass ist ja dann der Nachfolgefilm zu Split. Muss ich sagen, fand ich ihn auch wirklich gut. Ja, James McAvoy ist echt ein guter Schauspieler. Ja. Jason Statham. Jason Statham
Ich glaube, bei ihm kann man wirklich jeden Film gucken. Er ist echt ein guter Schauspieler. In jedem Film gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Als Schauspieler ist er auch wirklich eine coole, coole Socke. Ja, ich finde ihn wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich finde ihn sogar besser als Ben Affleck. Also kommt er vor Ben Affleck. Ja. Jason Momoa als Aquaman fand ich ihn wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich freue mich sehr krass auf Aquaman 2. Ja, Jason Momoa finde ich wirklich einen guten Schauspieler. Ja. Jeff Bridges. In The Big Lebowski, muss ich sagen, hat er mir gut gefallen. Aber so einem Film wie True Grit mit Hailee Steinfeld und Matt Damon, wenn mich nicht alles täuscht, spielt da auch noch mit. Muss ich sagen, finde ich ihn mittelmäßig. Gar zu nicht so gut. Ich pack ihn, obwohl ich ihn in The Big Lebowski wirklich gut finde, aber in den Filmen, die er danach alles gemacht hat, die ich gesagt habe, fand ich ihn nicht so gut. Ja. Jeremy Renner. Kennt man ja auch aus dem Marvel Cinematic Universe. Als Hawkeye. Ich muss sagen, als Hawkeye gefällt er mir wirklich gut, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt auf die Hawkeye-Serie, die noch dieses Jahr startet auf Disney Plus. Ja, Jeremy Renner finde ich wirklich ein guter Schauspieler. Ja. Jim Carrey. Bei ihm muss ich sagen, ich finde ihn geht so. Ja. Joaquin Phoenix. Er hat ja auch Joker gespielt. Bei ihm muss ich sagen, fand ich die Performance als Joker wirklich sehr, 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 sehr gut. Mir hat er als Joker wirklich sehr, sehr gut gefallen. Er hat es einfach so, so gut gespielt. Ja, Joaquin Phoenix finde ich wirklich, er ist einfach ein so guter Schauspieler und zu Recht den Oscar gewonnen für seine Performance als Joker. Ja. Okay, der nächste Schauspieler auf der Liste. Da fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber man kennt ihn aus The Irishman von Netflix mit Robert De Niro. Mir fällt der Schauspielername nicht ein. Ja, der nächste Schauspieler auf der Liste, John Boyega. Ihn kennt man ja auch aus den neueren Star Wars-Filmen als Finn. Bei ihm muss ich sagen, ihn finde ich auch echt gut. Ja. Der Schauspieler sagt mir nix. Das ist John Krasinski. Er hat
sowohl in A Quiet Place 1 mitgespielt. Da muss ich sagen, fand ich ihn gut, obwohl der Film halt leise ist und jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. John Krasinski finde ich gut, ja. John Travolta, der nächste auf der Liste. John Travolta, muss ich sagen, geht so. Ja. Johnny Depp, finde ich, einige Filme mit ihm sind gut und wiederum einige Filme sind nicht so gut, muss ich sagen. Also, ja, zu mittelmäßig. Ach, wer ist er denn jetzt? Fällt mir jetzt nicht ein. Aber man kennt ihn aus Iron Man oder aus Spider-Man Far From Home. Ja, Josh Brolin als Thanos oder als Cable aus Deadpool 2, muss ich sagen, finde ich ihn echt gut. Genauso wie ein Keanu Reeves, sei es die Matrix-Filme oder John Wick, muss ich sagen, finde ich Keanu Reeves wirklich, wirklich gut. Ja. Kevin Hart, muss ich sagen, geht so. Ja, einige Filme sind gut, einige Filme wiederum sind nicht so gut. Ah, der nächste auf der Liste. Kevin Spacey. In House of Cards gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, deshalb zu finde ich gut. Kurt Russell heißt er, glaube. Er hat ja Ego in Guardians of the Galaxy 2 gespielt. Und da muss ich sagen, fand ich ihn echt gut. Ja, deshalb zu finde ich gut. Ja. Der nächste auf der Liste. Leonardo DiCaprio. Sei es in Titanic, sei es in... Oh, wer ist er jetzt? Mit Jamie Foxx und Christopher Waltz. Django Unchained. Fand ich ihn auch wirklich sehr, sehr gut. Er ist einfach ein so, so guter Schauspieler. Auch in The Revenant mit Tom Hardy. Hatte mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch zu Recht für diesen Film den Oscar gewonnen. Seinen ersten Oscar, den er jemals gekriegt hat. Ja, Leonardo DiCaprio finde ich als Schauspieler wirklich, wirklich, wirklich so, so, so gut. Ja. Liam Neeson. Liam Neeson, muss ich sagen, geht so. In den meisten Filmen macht er seinen Job wirklich gut. Aber es gibt dann halt auch so Filme, halt, wo er geht so ist. Ja. Mark Wahlberg ist der nächste auf der Liste. Mark Wahlberg, muss ich sagen, ich finde ihn mittelmäßig. Ja, Mark Hamill
Er ist auch eine Legende, sei es Luke Skywalker aus Star Wars. Er ist einfach eine Legende. Ja. Mark Ruffalo. Er ist ja der neue Hulk nach Edward Norton. Bei Mark Ruffalo muss ich sagen, finde ich ihn als Bruce Banner irgendwie besser als Edward Norton und auch als Hulk, muss ich sagen. Deshalb packe ich ihm zu, finde ich gut. Ja, bei ihm, aber ich glaube, mir fällt der Name ein. Ist das Marlon Brando? Heißt er so? Aus der Pate ist ja bekannt. Er ist auch einfach eine Legende. Ja. Fällt mir jetzt nicht ein. Matt Damon. Matt Damon, muss ich sagen. Er ist ein guter Schauspieler. Ja. Matthew McConaughey. Bei ihm muss ich sagen, er ist auch echt ein guter Schauspieler, muss ich sagen. In Interstellar hat er mir gut gefallen. Aber auch so die anderen Filme, die er gemacht hat, hat er mir auch wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Sei es The Gentleman. Dem vorletzten Film vom Regisseur Guy Ritchie. Der neue Film ist ja Cash Truck mit Jason Statham. In The Gentleman, muss ich sagen, hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch der gesamte Film hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, Matthew McConaughey, finde ich, ist ein guter Schauspieler. Oh, wie heißt er denn jetzt? Fällt mir jetzt nicht ein, aber das Gesicht kommt mir bekannt vor. Sei es in Fantastic Four mit Miles Teller oder in Creed. Ja, bei ihm fällt mir jetzt der Name auch nicht ein. Das ist Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, muss ich sagen, er ist auch eine Legende. Ja. Genauso wie Morgan Freeman, er ist auch eine Legende. Nicolas Cage. Nicolas Cage, finde ich, ist ein guter Schauspieler. Genauso wie ein Owen Wilson, Paul Walker, er ist ja leider auch leider verstorben, aber als er noch gelebt hat, sowohl in Fast and Furious, hat er mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja, Paul Rudd. Ist ja auch bekannt aus dem Marvel-Universum als Ant-Man. Muss ich sagen, er ist auch echt ein guter Schauspieler. Ja. Wer ist er denn jetzt? Rami Malek? Ja. Rami Malek kennt man ja auch aus Nachts im Museum, aus dem dritten oder zweiten Teil, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube, aus dem zweiten Teil muss ich sagen, er ist ein guter Schauspieler. Ja. Robert De Niro. Bei Robert De Niro muss ich sagen, er ist auch einfach eine Legende. Ja, bei ihm fällt mir der Name jetzt nicht ein.
Robert Downey Jr. Er ist einfach ein guter Schauspieler. Sowohl als Tony Stark in als Iron Man oder so die ganzen anderen Filme ist er wirklich ein sehr guter Schauspieler. Okay, kommen wir zur nächsten auf der Liste. Robbie Williams. Robbie Williams ist auch einfach eine Legende. Ja. Wie heißt er denn jetzt? Rowan Atkinson? Bei ihm muss ich sagen, als Mr. Bean macht er seinen Job wirklich gut. Aber bei ihm muss ich sagen, ihn finde ich irgendwie mittelmäßig. Ja. Rupert Grint, auch bekannt aus Harry Potter als Ron Weasley und aus der Serie Sick Note, die man auch auf Netflix gucken kann, mit, oh, wie heißt er denn jetzt? Er hat auch Filme gemacht mit Simon Pegg. Oh, Jack Frost. Fand ich ihn auch gut, genauso wie Ron Weasley in Harry Potter. Deshalb zu finde ich gut. Ja. Wie heißt er denn jetzt? Russell Crowe. Russell Crowe, muss ich sagen, in Noah mit Emma Watson fand ich ihn gut. In The Nice Guys mit Ryan Gosling hatte mir auch wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Ja, Russell Crowe finde ich gut. Jetzt kommen wir auch schon zu Ryan Gosling. Ryan Gosling ist auch ein guter Schauspieler, muss ich sagen. Ja. Ryan Reynolds. Als Deadpool. Die Rolle seines Lebens. Er hat hart dafür gekämpft, dass der erste Deadpool-Film in die Kinos kommt. Muss ich sagen, als Deadpool macht er seinen Job wirklich, wirklich gut. Ich freue mich schon sehr auf seinen neuen Film oder auf seine zwei neuen Filme. Sowohl Killers Bodyguard mit Samuel Jackson wieder, also Killers Bodyguard 2. Oder, oh, wie heißt jetzt der andere Film? Fall Guy, muss ich sagen, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Sowohl auf Fall Guy als auch auf Killers Bodyguard 2. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Auch wie es mit ihm als Deadpool weitergeht. Es ist ja auch bestätigt, dass er jetzt auch im MCU endlich ist. Ja, als Deadpool finde ich ihn wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, Ryan Reynolds ist wirklich ein sehr guter Schauspieler. Genauso wie ein Samuel Jackson. Seth Rogen. Seth Rogen, muss ich sagen, geht so. Ja. Shia LaBeouf, muss ich sagen, auch geht so. Wie heißt er denn jetzt? Och, wie heißt er denn jetzt? Ich komme nicht drauf. Mir fällt es nicht ein. Tom Cruise. Tom Cruise, sei es in Mission Impossible als Ethan Hunt, finde ich ihn gut. Auch so in den ganzen anderen Filmen, die er gemacht hat, finde ich ihn gut. Ja, er ist ein guter Schauspieler.
Tom Hanks. Tom Hanks ist auch eine Schauspiellegende, sei es Forrest Gump oder so die ganzen anderen Filme, die er gemacht hat. Er ist auch einfach eine Schauspiellegende. Ja, Tom Hardy. Tom Hardy als Eddie Brock oder als Venom. In Venom ist er wirklich, wirklich gut. Tom Hardy ist einfach ein krasser Schauspieler. Ihn finde ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Auch einen Tom Hiddleston als Loki ist auch wirklich ein sehr guter Schauspieler. Tom Hiddleston als den jetzigen Spider-Man muss ich sagen, wenn ich jetzt ein Ranking machen würde von den Spider-Männern, von den Schauspielern, die bis jetzt Spider-Man gespielt haben, muss ich sagen, ist Tobey Maguire auf Platz 1. Dann kommt Tom Holland und dann Andrew Garfield. Ja, Tobey Maguire finde ich wirklich so gut als Spider-Man. Auch einen Tom Holland als Spider-Man finde ich wirklich gut. Und einen Andrew Garfield, muss ich sagen, er hat als Spider-Man in den beiden Amazing Spider-Man-Filmen seinen Job auch wirklich gut gemacht. Ja. Tom Holland packe ich auf, finde ich gut. Ja, bei ihm fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber ihn kennt man aus Herr der Ringe, wo er Aragorn spielt. Ja, deshalb packe ich ihn zu. Fällt mir jetzt nicht ein. Der Schauspielname fällt mir einfach nicht ein. Okay, Freunde, kommen wir zu den letzten drei Schauspielern. Vin Diesel finde ich gut. Sowohl als Dom Toretto als in Fast and Furious oder Riddick oder in The Babysitter fand ich ihn auch wirklich gut. Ja, deshalb zu finde ich gut. Okay, zum vorletzten Schauspieler kommen wir jetzt. Will Smith. Will Smith, muss ich sagen, ist auch wirklich ein guter Schauspieler. Sowohl in Men in Black als auch Deadshot in dem 2016er Suicide Squad, glaube ich, fand ich ihn auch wirklich gut mit Margot Robbie als Harley Quinn. Ja, deshalb kommt Will Smith zu, finde ich gut. Ja, okay, Freunde, kommen wir zum letzten Schauspieler und das ist Zac Efron. Zac Efron, muss ich sagen, geht so. Ja, Freunde, das ist meine 105 Schauspielliste. Zu den Legenden braucht man gar nichts zu sagen. Die ganzen Schauspieler, die da drin sind, sind einfach Legenden. Sowohl einen Al Pacino als einen Harrison Ford. Oder so die ganzen anderen Schauspieler, die da drin sind halt einfach Schauspiellegenden. Ja, Freunde, das ist meine Liste zu den 105 Schauspielern. Wenn euch die neue Tierliste gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Aktiviert die Glocke. Und darf ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game.
over. Ciao. Und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Liste gemacht hättet. Hättet ihr die Liste so gemacht wie ich? Oder hättet ihr sie anders gemacht? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, Freunde. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Zuckerboy. Game over. Ciao.